Guck mal hier, wie nice sieht bitte dieses Gadget aus. Allein die Farbe, oder? Und dann auch noch so ein nettes Kaninchen da die ganze Zeit. Ach, herrlich. Ja, das ist der Rabbit R1 und der verspricht, dass man damit das Internet und Apps komplett in natürlicher Sprache bedienen kann. Und zwar sogar mit komplexen Anweisungen. Also sowas wie, bestell mir mal bitte die gesündeste Pizza, die in weniger als 30 Minuten bei mir sein kann. Ja, das verspricht das Ding und auch natürlich uns nervige Tipp- oder Klickarbeit abzunehmen. Also das, was wohl die meisten von uns ziemlich hassen. Also erstmal gucken, welche Pizzadienste überhaupt liefern, wie lange dauert das, welcher ist gut, Adresse eingeben. Also nerv, nerv, nerv. Möglich machen soll das ein Large Action Model, ein LAM. Also ein KI-Modell, das mit Websites und Apps interagieren und da Aktionen auslösen kann. Deshalb Action. Ja, also hört sich erstmal nach einer guten Idee an, aber wenn ihr häufiger mal auf Tech-YouTube unterwegs seid, dann wisst ihr vielleicht schon, das Teil hat ganz schön große Probleme. Sogar von Scam ist die Rede. Aber so schwarz-weiß ist die Welt gar nicht, sondern die Wahrheit hat ein paar Graustufen oder Orangstufen. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer! I'm here to assist you with any questions or tasks you have. How can I help you today? Ja, das KI-Gadget von Rabbit könnte praktisch sein auf Reisen, aber dafür braucht man erstmal Internet auf dem Smartphone. Und das kriegt man bei Saily, dem eSIM-Service, und der sponsert auch dieses Video. Ja, ihr kennt das vielleicht, ihr seid außerhalb Europas unterwegs und das Roaming über euren Provider wäre hart teuer. Deshalb macht ihr euch auf die Suche nach einer SIM-Karte, was echt ziemlich stressig sein kann. Saily macht's euch dagegen einfach. Da könnt ihr euch die Karte nämlich einfach als eSIM aufs Handy laden und fertig. Saily unterstützt 150 Länder und die Tarife sind echt ziemlich günstig. Nochmal 15% günstiger kriegt ihr eure erste Bestellung, wenn ihr über unseren Code CT3003 bucht. Das geht einfach auf saily.com/CT3003. Da kosten dann 30 Tage USA mit 5 GB nur $11,89. Werbung Ende. Also, der Rabbit R1, der hat ja echt mächtig Welle gemacht. Im Januar auf der CES-Messe in Las Vegas. Die hatten aber da nicht mal einen eigenen Messestand, sondern die haben halt nur ein paar Journalisten auf eine Suite eingeladen und ein Keynote-Video ins Netz gestellt. Und das hat gereicht, um Leute echt zu beeindrucken. Unter anderem auch mich. Also es hörte sich auf jeden Fall technisch möglich an, was die da versprochen haben. Naja, und dann gab es aber dummerweise zwischendurch auch noch so ein anderes sehr gehyptes KI-Gadget, nämlich den AI-Pin von Humane. Und das Ding kam kurz vor dem Rabbit auf den Markt und war so kaputt, dass da wohl auch nicht mehr viel zu holen ist. Marques Brownlee, MKBHD, hat seinen Videotest zu dem AI-Pin betitelt mit das schlechteste Produkt, das ich je getestet habe. Bis jetzt. Und diesen Negativ-Hype um den AI-Pin, den hat der Rabbit R1 auch so ein bisschen erwischt, weil das ja auch so ein neuartiges KI-Gadget ist. Eigentlich nicht testfähig, hieß das Video von Marques Mitte April dann auch. Ja, und der YouTuber CoffeeZilla hat dann später noch zwei ziemliche Zerstörungsvideos zum Rabbit gemacht, beide mit dem Ergebnis, dass der Rabbit R1 ein Scam sei. Also übersetzt Betrug. Ja, und nun ist das Teil auch bei uns angekommen. Zwei Geräte haben wir in der CT-Redaktion. Also, was man schon mal sagen kann, wir gehen da auf jeden Fall nicht zu 100% mit, dass das ein kompletter Scam ist. Aber der Reihe nach. Lass uns mal erstmal angucken, was wir da für 198,90 € inklusive Versand überhaupt gekauft haben. Also erstmal muss ich hier wirklich nochmal deutlichst das ganze Hardware-Design loben. Das Teil sieht nicht aus wie irgendwas, was man kennt. Also nicht wie ein Smartphone, nicht wie eine Spielkonsole. Das ist irgendwie was Eigenes. Okay, was man halt wahrscheinlich sehen kann, das ist von Teenage Engineering Design aus Schweden. Die haben auch schon das Playdate, diese Mini-Konsole, gestaltet. Und wenn man das weiß, dann kann man die Verwandtschaft erkennen. Der Flipper Zero hier mit der orangen Hülle ist übrigens nicht von Teenage Engineering, aber der passt da ganz gut rein in meine orange Gadgets-Sammlung. Apropos Orange, also das ist so ein geiles, knalliges Orange, also die Farbe, finde ich richtig nice. Und witzig ist, dass die Farbe wirklich offiziell Leuchtorange heißt, also auf Deutsch. Das steht da auch auf der Packung drauf. Ich dachte erst, das wäre irgendwie die deutsche Fassung. Nee, das heißt überall auf der Welt Leuchtorange. Finde ich witzig. Ich weiß gar nicht, wie Amerikaner das überhaupt aussprechen. Leuchtorange. Leuchtorange. Naja, aber was ich auf jeden Fall auch sehr schön finde, ist diese Hartplastikhülle hier, in der das Teil drin ist. Und das kann man dann so als Case verwenden und dann kann man es sogar so schön hinstellen. Also
finde ich wirklich nice. Ja, vor allem dafür, dass es mit unter 200 Euro wirklich zu den günstigeren Gadgets gehört. Ja, beim ersten Einschalten dann diese schönen Animationen mit dem Kaninchen im Hamsterrad. Also das mag für euch jetzt ein bisschen oberflächlich klingen, aber für mich sieht so kein Scam aus. Da steckt einfach zu viel Liebe drin. Weil auch die Ersteinrichtung, die funktioniert wirklich elegant und durchdacht. Ich weiß halt aus langer Erfahrung, dass solche Sachen wirklich schwierig umzusetzen sind. Und wenn eine Firma das hinbekommt, dann ist da auf jeden Fall so ein bisschen, mindestens ein bisschen Enthusiasmus und Liebe reingeflossen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es ein Scam ist. Aber wir kommen noch dazu. Ist der Rabbit dann auf jeden Fall geupdatet und hochgefahren, dann merkt man, okay, krass, ich kann den gar nicht mit dem Touchscreen bedienen. Ich konnte mit dem Touchscreen zwar einmal nur mein WLAN-Passwort eingeben, aber auch diese Rolle hier, die macht überhaupt nichts. Also man kann das erstmal nur bedienen, indem man da reinspricht. Dann steht auch auf dem Case PTT, also Push to Talk, so Walkie-Talkie-mäßig. Drückt man da drauf, stellt das Kaninchen die Ohren auf, lässt man los, entspannen die Ohren wieder und dann wird der Befehl verarbeitet. Das finde ich echt ganz gelungen, das checkt man sofort. Aber spätestens jetzt fängt der echt gute Ersteindruck an zu bröckeln. Und obwohl ich bei der Ersteinrichtung Deutschland als Standort auswählen konnte und alle Sprachmodelle, die ich kenne und auch die das Rabbit benutzt, problemlos Deutsch beherrschen, will der Rabbit nur auf Englisch angesprochen werden. Spricht man Deutsch, wird das entweder ignoriert oder er versteht dann irgendeinen Quatsch. Und wenn man dann auf Englisch nach dem Wetter fragt, erkennt er zwar den Standort in Deutschland, also sagt dann hier Niedersachsen, also hier in Hannover, gibt aber alles nur in Fahrenheit an. Wenn ich dann also sage, also auf Englisch, bitte ab jetzt immer nur alles in Grad Celsius und metrischen Einheiten angeben. Dann meldet er auch brav, ja klar, mache ich, okay, habe ich verstanden. Und dann geht das ungefähr dreimal und dann geht er wieder zurück zu Fahrenheit und imperialen Einheiten. Bisschen enttäuschend. Fragt man den Rabbit, hey, kannst du Fotos machen? Dann kommt als Antwort, nee, das ist aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Ich musste dann erstmal im Netz nachschauen, dass man für den Fotomodus doppelt den Anschaltknopf drücken muss. Aber wie gesagt, da kommt man nicht drauf. Dann kann man auf einfach Fotos damit machen, die Selfie und die Rückkamera, die lassen sich mit der Walze hier motorisch umschalten. Das ist ganz cool, finde ich. Die Bildqualität ist aber so wie ungefähr ein Billighandy vor sehr vielen Jahren. Also die Bildqualität ganz, ganz schlecht. Was aber zumindest cool ist, ich kann Sachen fragen, was der Rabbit sieht. Also wie viele Bananen sind auf dem Foto? Was ist das? Wie repariere ich das? Was ist das hier Komisches? Warum ist die Tasse so komisch? Wie alt ist der Mensch? Can you find the wolves in this picture? Aber ja, das geht natürlich auch mit ChatGPT und Google Gemini und anderen multimodalen Sprachmodellen. Das ist jetzt kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal. Und alles, was man mit dem Rabbit macht, das landet im sogenannten Rabbit Hole. Das ist quasi die Steuerungswebsite oder das Archiv. Die Fotos landen hier per Default als Magic-Kamera-Bild, das ist ganz nett. Da sieht es nämlich alles aus wie aus einem alten Computerspiel. Letztendlich habe ich aber das Gefühl, dass das nicht nur charmant sein soll, sondern auch über die schlechte Bildqualität hinwegtäuschen. Denn die Magic-Kamera-Bilder sehen immer besser aus als die Originale. Hier mal ein paar Beispiele, vorher, nachher sozusagen. Ja, und ansonsten kann man auch noch übersetzen. Da können die Sprechenden immer das Gerät so weitergeben und halt Push-to-Talk-mäßig reinsprechen. Und das klappt ziemlich gut. Also besser als das klassische Google Translate zum Beispiel, also zumindest meiner Meinung nach. Und wenn man das viel benötigt, also viel reist, dafür wäre das Teil wirklich ganz gut geeignet. Gerade wenn man nicht immer das eigene Handy irgendwie weitergeben will, weil da ja viele wichtige Daten drauf sind und als extra Übersetzungsgerät kann ich mir das vorstellen. Außerdem ist da noch so ein Sprachrekorder mit automatischer Transkription mit an Bord. Plus Zusammenfassung gibt es auch noch, aber auch nur auf Englisch. Und das ist ja was, was unter anderem Samsung-Handys schon offline können, also ohne eine Cloud-Anbindung. Das ist jetzt also auch nicht so was Besonderes. Ja, aber sowieso muss ich jetzt mal das Riesenkaninchen hier im Raum ansprechen, weil das war es halt auch schon mit den sinnvollen Sachen. Und das sind halt auch alles keine Sachen, die anders nicht auch gehen würden. Die Frage ist, was ist denn jetzt mit diesem Large Action Model? Das war ja noch überhaupt nicht die Rede bisher. Also, man kann halt in diesem Rabbit Hole Accounts hinterlegen. Das ist einmal Spotify und Apple Music für Musik, Uber für Fahrdienste, DoorDash für Essen bestellen und Midjourney und Suno für generative KI. In Deutschland funktioniert allerdings sowohl Uber als auch DoorDash nicht. Das heißt, ich kann halt per Sprache Midjourney Bilder generieren oder mit Spotify zum Beispiel Musik abspielen, aber ey, Spotify kann ich mit meinem Amazon Alexa, Siri oder Google Assistant schon seit vielen, vielen, vielen Jahren bedienen. Das ist wirklich ein komplett alter Hut. Wozu soll ich das brauchen? Ich hatte kurzzeitig mal gedacht, dass die Intelligenz halt irgendwie praktisch wäre. Also, dass man da sehr
blumig irgendwie Lieder aussuchen kann. Also zum Beispiel spielen wir mal irgendein Lied von einer weiblichen Sängerin, deren Nachname mit F anfängt und die einen Nummer-1-Hit hatte. Und dann spielt er halt Frankie Goes to Hollywood. Ja, okay. Das wirkt halt alles wie so ein Proof of Concept, damit das Ding halt schon irgendwie mit irgendwas interagieren kann. Geplant war ja auch ursprünglich sowas wie ein Lernmodus, und der aber leider noch nicht da ist. Damit soll man dem angeblichen Large Action Model dann einfach was beibringen können, indem man einfach eine Website bedient und anschließend dann erklärt, was man gerade gemacht hat. Also zum Beispiel, ich habe hier jetzt ein blaues Stofftier in meinen Amazon-Warenkorb reingelegt und danach soll es dann selbstständig bei Amazon einkaufen können. Aber da ist Rabbit offenbar noch lange nicht, weil die Grundfunktionen ja nicht mehr richtig funktionieren. Und ich weiß auch nicht, ob die jemals dahin kommen. Interessant ist ja auch, dass die Dienste und Apps ja vielleicht auch gar nicht wollen, dass sie von einer KI bedient werden. Wir hatten zum Beispiel mehrfach im Test mit dem Rabbit R1, dass uns Spotify eine Mail geschrieben hat, also nachdem wir das benutzt haben mit dem Rabbit, um dein Spotify-Konto zu schützen, haben wir dein Passwort zurückgesetzt. Bitte neues Passwort erstellen. Das muss aber nicht heißen, dass Spotify nicht von Rabbit bedient werden will. Das kann auch einfach mit der problematischen Sicherheit zu tun haben. Wo wir jetzt halt wirklich ein bisschen in Scam-Territory kommen. Es ist halt, wie die Logins da drauf verwaltet werden. Also wenn man in diesem Rabbit Hole Accounts connecten will, dann öffnet man wirklich einfach per Fernzugriff auf einem Rechner bei Rabbit ein Browserfenster und soll da dann Login und Passwort eingeben. Also ich sag so, bitte connecte mich mit Spotify, und dann öffnet er halt wirklich so ein VNC-Fernzugriff-Fenster und dann ist das halt ein Browser, der auf einem Rabbit Hole-Server läuft. Also dass das Fernzugriff ist, das sieht man hier mit den Entwickler-Tools im Browser. Ja, das ist NoVNC, also so eine Standard-Server-VNC-Variante. Was sehr kurios ist, man kann vom Spotify-Login über Google tatsächlich auf dem fremden Rechner auf die Google-Startseite kommen, also da, wo man die Suchanfragen macht. Und wenn ich da jetzt eintippe, where am I, dann kriege ich die Meldung Oregon, USA. Okay, alles klar, interessant. Da steht dann offenbar das Rechenzentrum. Warum das genau problematisch ist, das habe ich mal den CT-Sicherheitsexperten Ronald Eikenberg gefragt. Das ist tatsächlich ein heikles Thema, weil ich ja über VNC mit einem Rechner in der Cloud verbunden bin. Der steht irgendwo in Amerika, und in dem Moment, wo ich meine Zugangsdaten da eintippe, kommen die da erstmal im Klartext an. Man will jetzt dem Hersteller nichts Böses unterstellen, also er hat das ja auch soweit alles dokumentiert, was da passiert. Aber technisch wäre es natürlich möglich, dass dieser Server meine Zugangsdaten mitschneidet, und man ist auch davon weg, Passwörter im Klartext zu übertragen generell. Also selbst wenn ich mich bei irgendwelchen Webdiensten einlogge, werden Passwörter zum Teil im Browser gehasht, bevor sie übertragen werden, sodass die dann nie im Klartext ankommen. Die Gegenseite vergleicht dann nur noch den Hash, aber bei Rabbit ist es halt so, dass tatsächlich das Klartext-Passwort da erstmal ankommt und sich dieser Cloud-PC damit einloggt bei meinen Diensten. Und es geht ja echt auch um sehr wichtige Dienste, also um Apple, Google, Facebook oder auch Spotify. Und das sind ja Sachen, die man nicht so einfach aus der Hand geben möchte. Und es setzt halt ein enormes Vertrauen gegenüber Rabbit voraus, wenn ich da meine Zugangsdaten eingebe. Ja, okay, das verstehe ich. Danke, Ronald. Also sicherheitsmäßig schon mal schwierig alles. Was aber auch noch eine weitere Sache ist, die bei diesem Scam-Vorwurf mitschwebt, das ist womöglich nie ein Large Action Model gab, sondern dass der Rabbit R1 über die Open Source Browser Automatisierungsbibliothek Playwright einfach Skripte ausführt. Playwright ist von Microsoft entwickelt und ist gedacht zum Browser-Testen und so Web-Scraping. Ja, und das ist aber tatsächlich jetzt eine schwierige Diskussion, denn wenn der Rabbit auf Websites Dinge tut, dann muss das ja irgendwie konkret stattfinden. Ja, und dass man das mit Playwright macht, ist ja durchaus legitim, denn irgendwie muss die KI ja interagieren mit den Websites. Da kann man das natürlich gut mit Playwright machen, weil es ist ja denkbar, dass diese Skripte, die da verwendet werden, dass die tatsächlich dynamisch von dem Sprachmodell generiert werden. Also dass da nicht einfach stumpf vorgeschriebene Skripte abgefahren werden, sondern dass diese Skripte selbst gebaut werden. Aber das kann man natürlich im Moment noch nicht zu 100% beweisen, auch wenn es Leute gibt, die da mal in die APK reingeguckt haben und so weiter. Genau, ihr hört schon, APK, das ist eigentlich eine Android-App, das ganze Ding. Aber die Frage ist noch nicht vollständig beantwortet. Und sowieso, wo wir bei Fragen sind, generell stellt sich ja noch die Frage, wozu braucht man denn überhaupt diese Hardware, also auch wenn die gut aussieht. Denn, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist ja einfach sicher, dass da Android drauf läuft auf dem Rabbit. Das heißt, das Ding könnte auch einfach eine App auf eurem Handy sein. Kamera, Mikrofon, Display und Lautsprecher sind ja auch in allen Handys eingebaut. Also, mein Fazit. Ja,
Das ist diesmal schwierig, das Fazit. Der Rabbit R1 ist auf jeden Fall ein Gerät, was auch nicht computeraffine Leute gerne in die Hand nehmen und damit rumspielen und ziemlich schnell verstehen, ich drücke diese Taste, spreche da rein und mehr muss ich nicht machen, mehr muss ich mir nicht merken. Ich kann mit dem Ding ganz normal sprechen. Übrigens sogar Kleinkinder, die kein Englisch konnten und sogar die hatten da direkt Freude mit, weil das auch einfach so knuffelig aussieht, das Ding. Anders als übrigens ein Smartphone, was ja auch erstmal viel verwirrender ist, gerade wenn man noch zu klein zum Lesen ist oder halt nicht technikaffin ist. Und diese wirklich extrem geringe Zugänglichkeitshürde vom Rabbit, die hat in meiner ganz persönlichen Zeugniskonferenz schon mal echt eine gute Note verdient. Das Problem ist nur, man kann damit halt nicht so richtig viel machen. Also man kann halt die KI abfragen per Sprache. Und die KI ist wahrscheinlich GPT-4o, also sehr wahrscheinlich. Wenn man nämlich den Rabbit fragt, sagt er, dass das Sprachmodell von OpenAI kommt, wird wohl GPT-4o sein. Ja, man kann dann halt irgendwelche Sachfragen stellen oder was weiß ich, denk dir eine Geschichte aus oder so, das funktioniert alles. Aber das geht halt auch alles mit der ChatGPT-App exakt genauso. Und auch die Geschwindigkeit ist Stand jetzt noch genauso. Aber wenn OpenAI die neue Version vom Sprachchat rausbringt, dann hat der Rabbit keine Chance mehr. Und auch mit Google Gemini funktioniert das. Sowohl ChatGPT als auch Gemini übrigens auch auf Deutsch, im Gegensatz zum Rabbit. Obwohl, einen Unterschied habe ich gefunden. Rabbit zeigt manchmal Bilder an, die zur Frage passen. Das macht die ChatGPT-App nicht und Google Gemini auch nicht. Also zum Beispiel, wenn man fragt, warum ist der Himmel blau oder wie wird eine Glühlampe gebaut oder so, dann sieht man dann noch Diagramme oder Bilder dazu. Ja, wirklich sinnvoll könnte halt die Übersetzerfunktion sein. Das können zwar alle Sprachmodelle, also das kann man auch mit Gemini und ChatGPT benutzen, aber dafür muss man auch immer sagen, bitte übersetze den nachfolgenden Satz von Spanisch nach Deutsch oder so. Bei Rabbit kann man einfach drauf losplappern und das ist in der Praxis natürlich schön einfach. Aber ansonsten sind uns echt keine sinnvollen Anwendungsgebiete eingefallen. Also ein Uber-Auto bestellen oder essen, das ist natürlich praktisch, aber das geht hierzulande nicht. Und Bilder generieren und Musik abspielen, das kann man halt mit etlichen Tools. Lock mich nicht in deinem Ofen hervor, da brauche ich jetzt keinen Rabbit dafür. Und natürlich ist das ganze Sicherheitsthema ein Problem. Also ich muss sagen, dass ich zum Beispiel für Spotify nicht meinen echten Account hier genommen habe, sondern extra einen neuen für den Test gemacht habe und bei Midjourney genau das Gleiche. Also ich würde Stand heute dann nicht meinen Google, Facebook, Apple Account eintippen, hat Ronald ja erklärt, warum. Also, ob das jetzt ein lohnenswertes Gadget ist, steht und fällt halt mit zwei Fragen. Also erstens, kriegt Rabbit die Sicherheit in den Griff und zweitens, kriegt Rabbit das in den Griff, dass man damit endlich sinnvolle Sachen machen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass beides eintrifft, ja, die kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, sollten alle Stricke reißen, kann man auf dem Ding einfach Android installieren. Mit Lineage OS geht das inzwischen, also das wird offiziell unterstützt von Lineage. Und ja, dann hat man halt ein einfaches Smartphone. Und ein Smartphone, was echt ungewöhnlich aussieht. Ja, kann man echt machen, da ist sogar ein SIM-Karten-Slot eingebaut. Also man kann das Ding einfach nutzen, als Telefon. Die Akkulaufzeit wird im Smartphone-Betrieb voraussichtlich nicht die allerbeste sein, aber in der Standard-Firmware hält der Rabbit R1 inzwischen im angeschalteten Zustand, aber mit deaktiviertem Display ungefähr 3 Tage durch. Das ist schon ein ganz guter Wert und das ist auch deutlich besser als in den ersten Tests. Da sieht man also, dass bei den regelmäßigen Software-Updates da echt was passiert. Und es ist halt auch so, dass man für ähnliche Funktionalität bei OpenAI oder Google eigentlich ein kostenpflichtiges Abo braucht. Das ist beim Rabbit R1 zumindest zurzeit nicht notwendig. Im Kaufpreis ist das alles enthalten, also ist alles inklusive. Also zusammengefasst, man bekommt für unter 200 Euro ein sehr interessant aussehendes Gadget, mit dem man auf Englisch sprechen kann und das man auch zum Smartphone umbauen kann. Also das klingt für mich jetzt nicht nach einem Totalausfall, aber ja gut, die Zielgruppe dürfte jetzt nicht unfassbar riesig sein. Aber bei uns Nerds so, ich finde das Ding irgendwie sympathisch und ich will da gerne dran glauben, dass das Ding noch cool wird. Aber wie gesagt, am Ende mache ich einfach ein Handy draus und das wollt ihr vielleicht auch, dass ihr einfach ein sehr rudimentäres Handy haben wollt mit einem sehr kleinen Display, weil vielleicht wollt ihr euch ja eure Social-Media-Sucht abtrainieren oder so. Ist ja zurzeit relativ modern. Vielleicht ist der Rabbit R1 dann was für euch. Oder ihr braucht einfach sehr häufig einen Simultanübersetzer. Könnte auch was für euch sein. Leute, kurzer Einschub. Wir brauchen eure Hilfe. Wir machen nämlich ein Video, wo wir die Videoqualität von Smartphones, nicht die Fotoqualität, die Videoqualität beurteilen und da würden wir uns freuen, wenn ihr auf die Website geht, die wir vorbereitet haben. Link ist unten in der Beschreibung. Und wenn ihr da einfach euch mal die Videos anguckt und
die bewertet. Dauert maximal 10 Minuten. Ich habe es neulich auch in 5 Minuten geschafft. Würden wir uns freuen, wenn ihr mitmacht. Ja, wie ist das bei euch? Könnt ihr euch noch andere sinnvolle Anwendungsbereiche für das Ding vorstellen? Oder ist das für euch sowieso ganz klar Elektroschrott? Gerne in die Kommentare schreiben und abonnieren natürlich. Tschüss.